Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kautschnoops. Hallo und herzlich willkommen zurück. Brox und Jaden spielen immer noch Super Mario Galaxy. Vor allem, er fliegt doch immer so cool. Was glitzert da am Meeresboden? Aber die Geschichte davon, von dem einen Typen, der in unserer Klasse mit Orangen geworfen hat, die habe ich dir schon erzählt, wo er dann die ganze Klasse ausmalen durfte. Weil die Orange so heftig gegen die Wand gedonnert ist, dass sie einen Orangen hat, wirklich so einen orangen Fleck hinterlassen hat. Und das Beste ist, das war nicht über der Tafel, das war nicht neben der Tafel, das war genau auf der anderen Seite von der Klasse, dort wo der Lehrer das wirklich punktgenau in der Mitte. Oh, schwimmen. Okay. Schwimmen. Sie fliegen. Sie fliegen. Weißt du, wie das geht? Darfst du das Fahren nicht berühren? Das was? Das Fahren. Ah, das kann man schon berühren. Hoppa. Und mit denen da? Das sind Pinguine. Das sind Pingus. Pinguine, sind meine Freunde. Echt, sind das unsere Freunde? Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber sie sind uns auf jeden Fall nicht böse gesinnt. Oh, hast du das gehört in der Arktis, oder Arktis? Arktis ist, glaube ich, die Pinguine, gell? Im Süden. Die Pinguine sind im Süden, oder? Ja. Ja. Ja, genau. Ich glaube schon. Auf jeden Fall gibt es dort diese Brutstätte für die Pinguine, wo halt wirklich so viele dort sind. Und anscheinend aktuell dürfte das so sein, dass da ein Eisberg, nachdem sie sich da alle versammelt haben, den Weg versperrt hat, dass da keiner mehr raus kann. Okay. Das heißt, die Männchen können dort jetzt kein Futter, oder die Männchen, oder sind das jetzt die Männchen? Nein, die Männchen warten, während die Weibchen das Futter holen. Ja. Und die können da jetzt nicht mehr raus und kein Futter holen. Das heißt, die Chance, beziehungsweise die Möglichkeit, dass jetzt diese Pinguine komplett sterben, alle, die ganze Kolonie dort, extrem hoch. Oh, und du kannst halt nichts machen, weil dieser fucking Eisberg viel zu riesig ist, dass du den wegschleppst oder sonstiges. Los Leute, mehr CO2, und denen, go, go. Und denen. Heft den Pinguin. Nein, das so funktioniert. Und dass du denen Futter gibst, das nehmen sie auch nicht an, weil sie es halt selber immer schon. Es ist so traurig, die armen Pinguine. Spende jetzt für den Box. Ja, gibt's euer. Box lernt lesen. Das hilft den Pinguinen. Tut's das. Ich wollte eigentlich gerade vorschlagen, gebt euer Geld, hart verdientes Geld nicht für Brox lernt lesen aus, sondern helft Pinguinen. Ja, wie willst du Pinguinen helfen, wenn sie keine Hilfe wollen? Werd Pinguin. Werd. Be a Penguin. Werd Pinguin. Lern lesen und schreiben. Ja, genau. Los, Brox. Wie geht die Werbung? Mach was aus dir. Lern lesen und schreiben. Oder was? Lern lesen und schreiben. Was ist, wenn ich aber schon lesen und schreiben kann? Das Problem hast du nicht, keine Sorge. Weißt du, ein bisschen blöder Mix. Ich sag mir das, was sich manche Zuschauer vielleicht gerade denken. Seid nicht so gemeinsam. Ich kann lesen und schreiben. Seid nicht so gemeinsam, wie das voll angeht. Wie das bei dir auch voll so ankommt und du das jetzt voll auf die Zuschauer projizierst. Instant. Das ist sehr gut. Seid so böse. Mein Plan ist aufgegangen. Warum musst du mir sagen, dass du das... Was glaubst du, dass ich und die Zuschauer ein monatliches Treffen haben, wo wir darüber reden, was wir von Brox halten, oder was? Ja. Scheiße, hat's bemerkt. Abort. Leugnen, alles leugnen. Abortet das Couchlift-Projekt sofort. Nein, nicht. Abonnieren. Mehr abonniert. Was ist, wenn Couchlift nur ein sehr elaborates Projekt ist, das ich und andere Leute aufziehen, um dein Leben zu verbessern? Du meinst, weil... Was ist, wenn das umgekehrt ist? Vielleicht bin ich geistig behindert und lebe in einer Welt, in der ich nur glaube, dass ich so cool und leibend bin und in der ich nur glaube, dass irgendwas ist und du eigentlich mein Therapeut bist, der mich irgendwie beobachtet. Ja, ich kann dir sagen, warum das nicht so ist. Egal, ob für dich oder für mich. Weil du genauso geistig behindert bist wie ich. Nein, doch, das auch, aber... Nein, die Tatsache, nein, dass... Nein, nicht geistig behindert, sondern geistig abnorm. Die Tatsache, um die wirklich geistig Behinderten nicht zu diskriminieren. Genau. Die Tatsache, warum das garantiert nicht der Fall ist, ist, egal wer von uns beiden dem anderen therapieren würde, wird schaffen, mehr Abonnenten für den Kanal zu besorgen. Das war jetzt natürlich kein...
Ich meine, alle, die jetzt schon abonniert haben, wissen ja eh, dass das awesome ist und fragen sich wahrscheinlich genauso wie wir, warum das nicht mehr Leute schauen. Ja, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Aber es ist jetzt nicht das Nonplusultra und vor allem auch nicht unbedingt das... Wir sind das Nonplusultra. das war deine Aussage. Das hast du schön gesagt, ja. Nein. Nicht. Müssen wir diese Sternenteile jetzt noch einmal sammeln? Nein, wir Abschlussprüfung Schwimmklasse. So. Abschlussprüfung Schwimmklasse? Ja. Was müssen wir da machen? Ne, die Abschlussprüfung von der Schwimmklasse. Wo ist die depperte Schwimmklasse? Irgendwo schwimmt da in seinem Mongolider Pinguin rum. Da seid hinten. Ihr. Ja, ihr findet es nicht, alles klar, aber ich werde es finden. I will find it. And I will kill it. With fire. Nein, eigentlich nicht. Was müssen wir machen? Wir müssen ein Gold Shell finden. Ich weiß aber jetzt nicht mehr ganz genau, wo die ist. Where are you? Oder muss ich da vorher mit dem vielleicht? Pisser reden da oben? Ich bin nicht sicher. Ich muss vielleicht mit dem Instructor reden. Du musst jetzt mit dem Instructor reden, damit er dir sagt, was... Was ich zu tun habe, ja. Ach. Das ist immer super. Ah. Red hey, mit du. Mir. Legst du auch die Absprung? Ja, sicher. Jeden dann jetzt. Panzer. Irgendwo im Meer liegt es. Ein kleiner See. Es ist ein Meer. Ich sehe ihn schon. Ich weiß nicht, wo er ist. Da ist er. Da ist er. Das ist eine Coin. What's that? What is that? Das ist eine Luftblase, damit wir nicht... Oh! Ha! Fuck you! Fuck you, Ismael! Und der besteht jetzt die Schwimmklasse nicht. Und dann kommt er zu seinem Papa. Und wird seiner Familie Haus. Wir vertrauschen. Nein. Und sagt, Papa, ich hab's jetzt schon zum dritten Mal nicht geschafft, die Schwimmklasse abzuschieben. Und er sagt, du bist ein scheiß Pinguin! Wie kannst du das nicht schaffen? Du bist ein verfickter Pinguin! 90% deines Lebens bestehen daraus zu schwimmen! Ja, wenn der Lehrer auch so krank im Schädel ist und die Pinguine nicht aufgrund ihrer Schwimmkünste bewertet, sondern ob sie einen goldenen Panzer mitten im Meer finden. Das ist jetzt schon wieder mit zweierlei Maß messen, aber... Einfach mal auffetzen. Jetzt, wo er mir gegeben hat, wofür ich hier bin. Oh. Pop that motherfucker! Du benutzt andere Menschen. Aber wirklich, er ist ein scheiß Pinguin, wieso kann er nicht schwimmen? Er kann doch eh schwimmen. Ja, dann gibt's Goldshell für alle. Medaillen für alle Leute. Viel Geld für alle Leute. Alle sollen schön haben. Alle sollen schön haben. Ich liebe Masche. Ja. Und vor allem alles mit dem Feimann. Das ist das Beste. Vor allem, ich stelle mir den Typen auch in echt so vor. Was? Wach und hin oder was? Nein, einfach nur wie ein Kind. Ja, eh. Er ist auch ungefähr so klein wie ein Kind. Es gibt Kinder, die sind größer als er. Das ist wirklich so klein? Ja, sicher. Warum wählt man so einen in den Arm? Das Rätsel der Strudelhöhle. Oh. Da gibt's gute Strudel. Da gibt's Apfelstrudel, da gibt's Nussstrudel, Topfenstrudel, da gibt's Spinatstrudel, Strudelstrudel, da gibt's einen Krautstrudel, Strudelstrudel. Da gibt's einen. Nein, da gibt's einen Rindfleischstrudel, da gibt's Börek, ist quasi auch ein Strudel. Aber nur quasi. Oh, da hast du. Boah, ich bin. Boah, ich liebe Börek. Das ist so gut, hast du schon mal gegessen? Ja, aber ich mag das nicht so. Ah, oh, ich finde das so gut. Ich bin aber auch kein Strudel-Fan, muss ich ehrlich sagen. Ist das eine Kiste? Ja. Nein, mein Börek ist jetzt nicht unbedingt ein Strudel, aber... Ich weiß, ja. Aber es ist Strudelteig. Ja, ich weiß, aber ich mag das auch. Aber ich mag Börek ur. Ich bin auch kein Freund von Kombinationen von Süßspeisen und Fleischspeisen. Ja gut, du wirst das andere... dieses... Honig mit Zucker, dieses Pistazien-Ding. Boah. Da weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. So, das pack ich überhaupt nicht. Das ist so ultra big süß. Das ist auch so türkische Süßspeise. Ah, wie heißt das? Wie heißt das? Dürüm? Nein. Dürüm ist ein Kebab im Rap. Dürüm ist ein Kebab im Rap, quasi. Das sagst du jetzt. Das sagst du. Keine Ahnung, ich bin unkulturell. Bin ich kultiviert. Wie heißt denn das? Ich weiß es, das ist eh so bekannt. Ja, ich weiß, dass es bekannt ist. Es ist kein türkischer Honig. Weißt du, das ist so mit Pistazien und extrem süß und pickert und... Ich weiß eh, was du meinst. Mir fällt aber auch nicht ein. Ah. Schreibt das uns in die Kommentare. Ja, schreibt das in die Kommentare. Unglaublich, wie der Mensch da schon wieder nix auf die Reihe kriegen tut.
Ich tu nichts auf die Reihe kriegen. Was weißt du eigentlich? Ja, offenbar nicht viel. Don't sell your shelf short. Don't sell your shelf short, Alter. Nein! Ne, wie schade. Hat er nicht gut gemacht. Na warte, wir machen das jetzt noch. Das machen wir noch? Das machen in der Episode? Das machen wir noch. Okay. Wir machen das mit Short. Das lasst mich nicht los. Mann, das mit die Short. Das lasst mich nicht los. Das lasst mich nicht los. Fuck. Ja. Mir wird's wie Schuppen von den Augen fallen, wenn du das jetzt sagst, weil ich weiß genau, was du meinst. Oh. Ja? Komm. Ja, wirklich, muss ich auf irgendeine Chefkochseite? Chef. Baklava, genau. Alter. Holy crap. Und da dieses Rätsel gelöst ist und wir den Stern haben. Braucht ihr keinen Kommentar schreiben, aber schreibt bitte ein anderes Kommentar, was ihr gern für ausländische Süßspeisen oder generell ausländisches Essen gern esst. Ja. Weil ich lasse mich gern beraten und das ist was Gutes, weil ausländische Küche, egal wo es herkommt, ja, ist meistens recht gut. Zum Beispiel Schrimps. Das war jetzt Positive Racism. Ausländische Küche ist meistens gut. Das nächste Mal bei Couch Noobs. Ciao, Bob. Ciao. Wow. Ciao, Bob. Da gibt es mehr kulinarische Tipps. Er gibt jetzt ein zweites Bein. Ist es jetzt ein Strichmännchen? Nein, noch nicht. Das ist so ein Dark Souls. Penis, oder das was? Ist ein Dark Souls 3 Helden. Achso, kriegt er noch ein Schwert oder was? Das ist ein Penis. Und ein Penis.